würde ich sagen, machen wir hier einmal auf. Da sehen wir hier auch so eine Art Raptor-Lack, also richtig schön beschichtet die Ladefläche und auch lang genug, um eine Europalette und ein bisschen Schnickschnack unterzubringen. Ja, man sieht es auch hier, in jedem Eck haben wir eine entsprechende Zuröse, ja, und hier auch den entsprechenden Überrollbügel oder wie nennt man das? Ja, ich nenne es jetzt einfach mal Bügel, wo man beispielsweise oben auch eine LED-Lichtbar oder derengleichen befestigen kann. Sonst Kleinigkeiten, ja, der eine oder andere hat mich schon ausgelacht, aber ganz ehrlich, wie diese klappt,